Wieder einen Tag in meine Küche, heute mit überbackenen Blumenkohl. Überbackene Blumenkohl ist leicht zu machen und einigermaßen diätmäßig gut, wenn Sie nicht zu viel Käse oder nicht zu viel Mehlschwitze benutzen. Ich benutze etwas Mehlschwitze und etwas Käse. Ich benutze den Emmentaler. Das Rezept finden Sie in dem Text neben dem Film. Und falls Sie Fragen haben zu den Zubereitungszeit oder irgendetwas, schreiben Sie mich an. Die verschiedenen Schritte werde ich dann in dem Video kommentieren. Und ich hoffe, am Ende des Videos schreiben Sie mich an. Ich würde mich freuen zu wissen, wie es Ihnen gefallen hat. Zuerst fangen wir erstmal mit einer gut organisierten Küche. Und das ist klar, den Blumenkohl müssen Sie schon ein gutes Stück ausgesucht haben in Ihrem Supermarkt oder Markt. Ich kaufe am liebsten bei kleinen Händlern, weil dann hat man eine etwas bessere Qualität. Und wenn Sie Gemüse aus der Region finden, umso besser. Erstens die Blätter rund um den Blumenkohl entfernen und dann die kleinen Knospen so trennen. Die ganz großen Knospen teilen Sie nochmal in der Mitte, weil sonst quält Ihr Topf über, sehen Sie. Und der oberste Teil, da können Sie einen einzigen Schnitt machen und dann mit der Hand teilen. Blumenkohl hat einen Nachteil, wenn Sie mit der Hand teilen, dann kann sein, dass sehr viel auseinanderfällt. Aber nachdem man ein- oder zweimal das macht, hat man Erfahrung genug und dann die Deckel drauf mit dem Wasser ausreichend füllen. Sie sehen, dass ich warme Wasser benutze und dann abgedeckt mit mittelstarkem Feuer dann anhitzen. Während die Blumenkohl kocht, da können Sie schon Käse reiben. Ich kaufe keine geriebenen Käse. Ich reibe immer frisch, weil dann bin ich sicher, dass der Fettgehalt der Käse nicht verdampft ist. Geriebene Käse tendiert, entweder sind sehr viel künstliche Sachen dabei oder sie trocknen aus. Und eine frisch geriebene Käse, das ist eine leichte Arbeit und Sie sehen, wie schnell ich den Teller voll habe und das reicht für eine ganze Blumenkohl. Was auch zu empfehlen ist, ist, dass man diese Käse in eine verschließbare Plastikdose in den Kühlschrank tut. Für die Mehlschwitze, ich lege ein ganzes Glas Milch in die Bratpfanne und mit sehr kleinem Feuer auf die Nummer 1 von der Elektroherd. Dann lasse ich erstmal erhitzen. Mit einer Restmilch mische ich dann diese Mehl für die Mehlschwitze. Und wenn Sie einen Schneebesen haben, es gibt die verschiedenen Größen. Ich benutze am liebsten die ganz kleine, Sie werden sehen. Und das störte den Ceran oder die Teflon nicht. Es gibt für Teflon eine spezielle, die können Sie auch haben. Und wenn das anfängt so zu kochen, ich tue ein bisschen von meiner eigenen Kräutersalzmischung. Diese Rezepte finden Sie bestimmt auch in meinem Blog. Und dann erhitze ich weiter, bis das cremig wird. Und beim Mischen merke ich, dass ich den Boden sehe. Sehen Sie? Das heißt, wenn diese Konsistenz erreicht wurde, das reicht, weil danach im Ofen wird das noch fester. So, jetzt ist unser Blumenkohl fertig gekocht. Den stellen wir dann gleichmäßig in den ganzen Topf. Diesen Topf habe ich mit etwas Margarine gerieben. Und mit Blumenkohl braucht man so gut wie nicht, aber ich mache das immer, damit der Käse sich nicht festklebt irgendwo, dann ist das Reinigen danach schwieriger. Einmal den Blumenkohl verteilt,
Dann schauen Sie, dass alles einigermaßen in die gleiche Höhe ist. Knospen, die etwas zu groß sind, können Sie immer noch in zwei teilen. Und es muss auch natürlich aussehen. Wenn viele Menschen schneiden alles kleine und das wird gleichmäßig, es sieht zwar sehr ordentlich aus, aber das schmeckt nicht so gut. Und dann lege ich diese Mehlschwitze drüber. Einige Personen benutzen noch Öl dazu, ich benutze nicht. Aber der Grund, warum ich nicht zu viel Öl tue, ist, dass Personen mit Diabetes müssen immer sparen an Öl und Zucker und solche Zutaten. Etwas den Käse gut darüber verteilen. Achten Sie, dass die Käse nicht an den Rändern der Form fallen lassen, weil sonst haben Sie sehr viel Arbeit zum Putzen im Anschluss. Kräuter, das ist Oregano und Basilikum mit Salz gemischt. Und Sie können noch viel Muskat, ich setze sehr viel Muskat, und dann einfach überbacken. Nicht wahr? Ich habe nicht zu viel versprochen. Und so ein Rezept, wenn Sie nicht übertreiben an Öl, Käse und Mehlschwitze, ist auch für Ihre Diät nicht schlecht und für Diabetiker auch nicht ungeeignet. Schreiben Sie mich an mit Ihrer Erfahrung oder die Wünsche für meine nächste Sendung. Das war Paul Redl Kochstube und bis demnächst.